Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Altenstein Diego. Ja, letzte Woche gab es keinen Altenstein, habt ihr gemerkt, ne? Oder, ja, dieser Tag, den lasse ich ja nochmal gelten, ne? Der gehört ja auch noch eigentlich zur letzten Woche. Aber ich hatte Weekend, hatte Zeit, ein bisschen was zu machen, ne? Und ist noch nicht ganz das, was ist es, also so richtig noch nicht, aber wir arbeiten dran, ne? So, du kannst dich verkaufen, aber bitte nicht das Ding zuerst. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir erstmal mit deinem Schneidwerk anfangen oder so. Eventuell, ne? Also ich bin ja sonst nicht so, aber... Ich hab gedacht, es geht dir der Reihe nach. Und nicht der Größe oder sowas. Komm her hier. Ja, wir brauchen das alles nicht mehr. Ich habe einen Ersatz gefunden. Ich weiß, habt ihr immer gesagt, ne? Hab ich dir gesagt, das sollst du nehmen. Und du hast mir gesagt, nee, der ist doof. Ja. Ist ja auch so. Ja, jetzt wieder. 3 von 3 Zusehern hauen sich mit der flachen Hand gegen die Stirn, so. Ach ja. So, komm da runter von deinem Moped. Jans, ich hab dir was Feines mitgebracht. Klaas, kennst du, ne? Willst du haben? Hm? Willst du? Hier, gönn dir. Ja, auch der Anhänger. Ach, man muss immer erst rausrennen aus dem Trigger. Ich will mal beides verkaufen sofort. So, ja, ciao. War nett, dich gekannt zu haben. So. Das Schlimme ist, ich habe wieder nichts ausprobiert vorher. Also nur einmal ganz grob, aber wieder nicht alles. Diego verwirrt wie immer. Ich hoffe, es hat euch gefehlt. Ja? Dieses komplett zusammenhangslose Gelabere. Mit Sprachfehler natürlich. Nur original. Tschüss, Klaas. Danke, Jans, ne? Es war mir eine Freude. Zu dir komme ich jetzt öfter. So. Wieso hast du eigentlich die Spanngurte drauf? Das ist mir eben schon aufgefallen. Oh. Du bist fertig? Ja, du bist wirklich fertig. Alter, was ist mit dir? Also dieser Acker hier, das ist aber auch ein Acker, da kriegst du aber auch nichts für, ne? Ich habe den schon mal quasi vorgegrubbert. Das ist auch wieder so ein Giants-Ding, ne? Du kommst mit 2 Anhängern Korn den Berg nicht hoch, ne? Aber mit einem 85 PS-Trecker diesen Grubber ziehen, klappt spielend leicht. Ich weiß nicht, ja, also... Also mit 85 PS. Ich glaube, der kackt sich die Buchse ran voll, wenn er den Grubber sieht. Aber na gut, das ist halt Giants Physik, ne? Deswegen mag ich auch nicht diese übertriebenen Bergmaps. So. Also die Altenstein ist eigentlich schon viel zu übertrieben von der Berge her. Ich habe immer lieber mehr so Maps wie die kleinen Seelheim. So von der... So flach wie ein Pfannkuchen halt, ne? Nicht, weil ich flach unbedingt so schön finde. Es ist leider oft so, es ist sehr, sehr schwierig, auf einer flachen Map so Stimmungen reinzukriegen. Ne? Weil es ist halt flach, ne? Was willst du machen? Ne? Du kannst ja, wenn du mit der Höhe schon nicht richtig arbeiten kannst, also spielen kannst, in Anführungsstriche, ja, was willst du denn noch machen? Ne? Alles voller 3D-Objekte ballern, damit da ein bisschen Stimmung reinkommt? Ne? Es ist schwierig, ne? Sehr schwierig. Aber wie gesagt, was willst du denn machen, wenn die Giants-Physik keine Steigung mag? Nun mal, ne? Was willst du machen, ne? Mein Islam, ein echter Schlepper geht auch in den Knie, wenn es berg hoch geht, ist mir schon klar, ne? So, wir haben fertig. Wir fahren auch noch bis zum Feldende. Hüppen dann von dem Schlepper. Oh, lenken, ich muss ja lenken. Ich habe eben noch mal eine Runde mit Tastatur gespielt und jetzt muss ich wieder umdenken auf Lenkrad hier. Und ihr wisst, Denken und Diego, ne, das sind eigentlich 2 Widersprüche in sich, ne. Wir hätten gerne the next day. Please. Oh, nicht Schiddy-Wetter. Oh, haben wir gesagt, wir wollen Schiddy-Wetter?
Boah, Milch, warum krieg ich denn so viel Geld für die Milch? So viele Mukus habe ich doch gar nicht. So werde ich nie richtig pleite, wenn das so weitergeht. Oh, ich will doch heute nicht Shitty-Wetter. Oh, Silos auch fermentiert, Alter. Ja, ich will noch ein bisschen. Maximal Sunshine brauchen wir doch heute. So. Hüpf wieder drauf auf deinen Kübel. Wir fahren zum Hof. Ein neuer Tag wurde geboren. Wie schön. Ist noch ein bisschen Zwielicht auf der Map. Stört uns aber nicht. Und fahr mal ein bisschen geschmeidig hier drüber, ey. Ich habe noch gar nicht geguckt. Wir fahren jetzt erstmal zum Hof. Ich will. mal endlich Mais dreschen. Ich hatte nämlich Mais angebaut überall, falls ihr euch noch an das letzte Video erinnern könnt oder also aus der letzten Serie. Ich produziere immer so kleine Serien. Immer wenn ich Zeit und Muße habe, dann drehe ich eine Runde Videos, um sie euch dann innerhalb der Woche zu präsentieren. Es ist schon nice hier, ne? Also die alten Steine, es ist schon lecker. Ein lecker Mäppchen, ne? Wie der Ostkölner zu sagen pflegt. Ich wollte erst sagen Ostgote, aber naja, egal, lassen wir das. Ist noch früh. Nein, so früh ist gar nicht, aber mein Gott, ist wieder gestern, ich war die halbe Nacht wieder auf dem Server. Schlimm ist das mit mir zurzeit. So, bitte tanken einmal. Ich kann das nicht haben hier. Ich bin hier immer. Ich habe jedes Mal Angst, dass ich liegen bleibe, wenn ich irgendwelche Arbeiten durchführe. Da müssen wir mal einmal kurz tanken. Und ich muss auch den Muku sauber machen und füttern und eieieiei. Aber das ist alles ein Ablenkungsmanöver. Ich muss eigentlich was ganz anderes machen. So, da gucken wir jetzt nach. Ist hier irgendetwas reif? Nichts ist reif geworden. Damn! Müssen wir noch warten. Aber es ist schon dunkelgrün. Und wenn das dunkelgrün ist, kannst du hier stehen bleiben oder? Mach mal Mutter aus. Nicht, dass die sich gleich wieder zwei prügeln. So, was stehst du da rum? Ja gut, dann machen wir einmal eine Runde Mukus in diesem Video. Weil, muss ja auch, ne? Die Mukus haben Schmacht bis auf Socken. Hier bei den Schweinen müssen wir auch mal einmal feucht durchwischen. Das ist ja alles hier Spielerei, ne? Auf Almstein hier. Ist ja keine Bestrafung quasi. Das wollte ich sagen mit Spielerei. Nicht, dass ich jetzt überlegt, wie geil das? Jetzt ist der Diego ganz kaputt. Das war schon immer ein grenzwertiges Modell, aber jetzt ist der Diego. Freut ihr euch auch immer so, wenn ihr Wochenende habt? So ein Wochenende hat was, oder? Sag mal ehrlich. Da ist sehr gut. Also ich brauche auch immer erst ein bisschen, um so den ganzen Rotz von der letzten Woche zu verarbeiten, so, ne? Und dann ist aber auch recht schnell Weekend, ne? Das geht recht schnell. Eine Stunde Mucke hören, eine Stunde mit meinen Jungs im MP. Oder reicht schon im Discord, ein bisschen dann ablabern. Ja, eine Runde mit Ulf schnacken oder so und schon ist der Diego wieder vollkommen hergestellt. Das ist schon nice. So. Oh, dann müssen wir gleich. Oh, wir haben schon wieder Arbeit, YouTube. Dabei ist das doch hier der Chill-Server oder das Chill-Game. Das Action-Game ist ja das andere. Ach ja, na egal. Bin ich halt gestresst. So, was habt ihr jetzt davon? Hallo, Schnittelt. Papa, macht mal kurz sauber hier bei euch, ne? Ihr seid aber auch kleine Ferkelchen, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Obwohl, ihr seid schon groß. Ihr seid schon große Ferkel. Elendige. Was? Nicht hier das Gemüse weiträumig verteilen? Oh. Moment. Wir müssen nochmal den Wischmopp ansetzen. Das war aber nichts hier vorne. Oh. Den Kopf nicht so tief in das Fressgitter stecken. Das tut doch weh. Der alten Gierschlunde. So. Einmal feucht durchgewischt bei den Schweinis. Wir machen das. Oh, jetzt wollte ich gerade hier hinten rum um die Scheune quasi drumherum schleichen. Aber ist mir eingefallen, da steht der Zetter.
das macht Bums, wenn ich da herfahre. Herfahren kann ich da. Ne? Das ist nicht das Problem. Da steht er. Das hätte nicht geklappt. Wäre sonst eine schöne Abkürzung gewesen, ne? Aber naja. Hätte, hätte, Fahrradkette, oder wie war das? So, was ist hier bei den Kühen schon wieder los? Leica, habt ihr eine Orgie gefeiert oder was? Was macht ihr denn hier? Ein bisschen Contenance, ja? Ich weiß, das ist lecker, das Zeug. Aber da muss man doch nicht jedes Mal so durcheskalieren beim Fressen. Bis hinten hin haben sie es geschmissen. Deswegen hatten die übrigens früher diese hohen Tröge, ne? Also von Opa kenne ich das nicht mehr. Also ganz dunkel noch. Also da war ich sehr, sehr klein, als noch die hohen Tröge waren. Aber ich kenne das von den Verwandten noch, von den anderen kleinen Höfen. Was die für hohe Tröge hatten. Das war bei... Also ich war ja da wirklich nur so ein Stoppelhopser, ne? Aber der Druck war so hoch wie ich. Sowas gibt's gar nicht. Also was gibt's gar nicht mehr. Und heute hat man ja einen Futtertisch. Oder eigentlich ist es... Das ist eigentlich nur noch so eine Rinne, ne? So eine Rinne, die im Boden eingelassen wird. Mehr ist es ja heute nicht mehr. Und früher, da war richtig hoch die Hände, wenn man Kühe füttern wollte. Hatte aber auch was damit zu tun, dass nicht ganz so viel wieder rausgeflogen ist, ne? Man musste da nicht permanent hinterherrennen hinter den Kühen und gucken, dass die auch wirklich was zu fressen haben und dass das Fressen nicht außerhalb der Zungenlänge, also 3,80 Meter von der Kuh entfernt, das kriegt die dann nicht, ne? So. Jesus. Ich müsste doch nochmal meinen Kaffee kontrollieren. Ich glaube, ich muss vielleicht trinken, erstmal einen Schluck, hier, Typ. Es tut mir leid. Wir sind hier auf der Chiller-Map und nicht auf hektisch, ne? Ich muss meinen Kaffee mal analysieren lassen, was das für eine Zusammensetzung ist hier. Oder das Lenkrad. Vielleicht ist auch irgendwas in dem Kunststoff von dem Lenkrad drin. Immer. Mir ist immer so anders, wenn ich LS spiele. Ich dachte, das Silo wäre schon zu Ende. Ja, da war auch direkt der Fehler. Habe gedacht. Das ist richtig. Oh, richtig schöne Lichtstimmung hier auf der Map heute. Jetzt müssen wir nur noch Mais dreschen. Aber Mais dreschen kann ich euch nicht direkt schon mal sagen. Das wird wohl was im nächsten Video werden. So, jetzt komm her. Ich weiß doch, dass euch noch Silage fehlt. Das war, Silage war zu wenig, letzte Mal. Da muss ich ein bisschen was nachreichen. Oh, nicht meine, ich wollen keine. Oh, da kann ich auch noch eine Schippe Silage reinschmeißen bei den Kühen. Das machen wir auch. Ne? Wir haben unsere Kühe ja lieb. Der Deutz muss auch tanken. Was ist denn los? Habe ich wieder die ganze Nacht durchgeackert hier? Au. Ah, Opa Johann. Drei rote Ziegel und eine Kelle voll Speis bräuchte ich einmal bei den Kühen. Da in der Nähe von der Güllepumpe, bitte. Nur wenn du Zeit hast, sonst ist egal. Dann machen wir das nächste Woche zusammen mit dem Neubau, wenn das Ding komplett am Grund liegt. So. Da, Opa Johann, wenn ich den nicht hätte hier, ey. Opa Johann kümmert sich um alles. Nur Kühe füttern muss ich immer. Ich weiß nicht warum. Opa Johann füttert nie die Kühe. Der hat auch einen Treckerführerschein, so ist das nicht. Na, der sitzt immer schön auf der Bank und streichelt die Miesekatze. Und sie ist bestimmt wieder da. Sieht man sie von hier? Ne, sitzen hinter der Mauer. Ja, ja, aber ihr könnt mir vertrauen. Opa Johann sitzt da. Wartet drauf, bis ich fertig bin. Mit Kühe füttern und dann wird Speis angerührt. Neue Ziegelsteine werden gesetzt. Balken werden wieder angenagelt und die Kühe gestreichelt, weil ihnen das Maul wehtut, weil ich den wieder über der Zunge gefahren bin. Ach ja, das Übliche, das machen wir jeden Tag. Das ist das Alltagsgeschäft hier auf Altenstein. Nicht nur auf Altenstein, na egal. So, aber ein Schüppchen können wir noch, ne? Ich hätte mir auch eventuell gewünscht, dass dieses Häufchen hier ganz leer wird. Damit wir bei der nächsten völligen Eskalation, was das Grasschneiden anbelangt, dass wir dann hier mal richtig Gras reinmachen können. Ne? So für alle Mukus und so, ne? Zum glücklich werden. Jetzt muss ich das Zeug mal von der BGR nach hier kurbeln. Geht auch. Ist aber nur ein Behelf. Ne? Man sagt zwar, man muss sich auch zu helfen wissen, aber
So, Leica, hier, gönn dir, das ist jetzt das letzte Schüppchen Mais für heute. Da musst du jetzt erstmal mit klarkommen, ne? Oh, das ist noch nicht das letzte Schüppchen, da muss noch mehr Mais. Mädels, was macht ihr denn mit dem ganzen Mais? Was ist mit euch? Mann, 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 Mann. Ja, ich hole noch ein Schüppchen. Ist ja gut. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir gleich einen Anhänger voll gemacht hier. Und nicht wissen, dass die komplett ausgehungert sind, die armen Tierchen. Oh, 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 oh. So. Ich schätze, das muss man. Ah, YouTube. Ich fürchte, den Rest werde ich wohl ohne euch machen müssen. Dieses Video ist jetzt leider zu Ende. Ich hoffe, ihr habt es einigermaßen überstanden. Keine bleibenden Schäden erhalten. Vielleicht sehen wir uns dann nochmal wieder. Ich weiß es ja nicht. Mir war es auf jeden Fall eine Ehre. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Diego ist draußen. Habt euch lieb.